Hallo, wir sind Simon und Julia und letztes Weihnachten waren wir mit unserem Van am südlichsten Punkt Südamerikas und somit am weitesten von unserem Ziel Alaska entfernt wie nur möglich. Dieses Jahr verbringen wir den Jahreswechsel, tausende Kilometer später, im südlichsten Teil Nordamerikas, in Panama. Hier auf dem neuen Kontinent beginnt Teil 2 unserer dreijährigen Abenteuerreise. Film ab und danke fürs Liken, Kommentieren und vor allem Abonnieren. Wir machen gleich Bescherung am Strand. Ich schwitze mir einen ab. Ohne Witz, es ist so warm und so schwül. Aber ich verpacke jetzt trotzdem noch das Geschenk für Max und Merle. Und dann sind wir mal gespannt, was wir gleich bekommen werden. Die Weihnachtslocation haben die zwei auf jeden Fall richtig gut gewählt. Und Geschenke hin oder her. Wir freuen uns drüber, die Feiertage fernab der Heimat mit guten Freunden verbringen zu dürfen. Und die Kleinigkeit zum Auspacken war natürlich das i-Tüpfelchen. Wir haben den beiden Kaffee aus Kolumbien, Kekse aus Panama und eiskalte Specks aus ihrer Heimatstadt Bremen auf den Gabentisch gelegt. Offensichtlich lagen wir damit genau richtig. Ihr habt gesehen, es war Bescherung. Es hat richtige Nikoläuse gegeben von Max und Merle. Und Specks aus der Heimat, Leute. Ja, richtige Specks. Und schöne Socken. Die Rotweinsocken für Julia. Und den Rotbeer noch dazu. Hier. Für mich Coca-Cola und Cola-Socken. Super Idee. Eine wunderbare Weihnachtstüte. Die muss jetzt Tradition werden. Die nehmen wir mal mit und die verschenken wir nächstes Jahr. Vielleicht bekommen sie sie ja zurück. Mal sehen. Das wäre richtig cool. Vielen, vielen Dank euch beide. Ja, danke euch. Danke euch. Und heute Abend gibt es, wir wissen nicht, was es zu essen gibt, aber wir haben schon Rotkohl gehört. Echter deutscher Rotkohl aus Peru. Ja. Das Weihnachtsmenü ist fertig. Heute hat der Max gezaubert. Wir sind morgen dran. Max, was gibt's? Es gibt Rotkohl auf jeden Fall. Vor 2,5 Monaten in Peru gekauft. Dazu gibt es Hähnchenbrustfilet mit Pilzen in einer Rahmensoße mit Zwiebeln noch. Und dazu die wichtigste Hauptzutat, Kartoffel. Klingt sehr gut. Bestimmt lecker, ja. Wir lassen es uns schmecken. Vielen Dank fürs Kochen, Max. Sehr gerne. Geilo. Und Sangria. Nachdem gestern Max und Merle für uns gekocht haben, sind heute wir dran. Wir wollen Gulasch machen und irgendwie geht unser Gas nicht so richtig. Vielleicht liegt es am Druckminderer. Liebe Grüße an Helena und Christoph. Euch haben wir unseren Ersatz gegeben, aber wir sind noch zuversichtlich, dass wir uns dann irgendwie repariert bekommen. Ist aber alles halb so wild, weil wir haben hier eine Küche auf dem Platz, wo wir stehen. Die nutzen wir jetzt einfach. Der Dutch Ofen muss eh 2-3 Stunden aufs Feuer. Und es gibt Gulasch mit Spätzle. Alles selber gemacht. Wir schnibbeln jetzt mal und dann kannst du in Ruhe auf dem Feuer köcheln. Und weil es hier für Glühwein natürlich viel zu heiß ist, trinken wir, wie Mamas Merle so schön formuliert hat, Kühlwein, nämlich Sangria. Cheers! Richtig gut. Essen ist fertig. Wir hoffen, es ist was geworden. Simon hat Spätzle geschert. Soße sieht gut aus. Alle haben Hunger. An unserem schönen Plätzle hier im Paradies gibt es ein paar Bäume. Da fällt jeden Tag Laub runter. Und da helfen wir unserem Platzwart, dem Viktor, jeden Morgen 10 Minuten Laub recheln. Dafür dürfen wir hier für 5 Euro am Tag stehen. Mega fair, oder? Pipas Beach heißt die Anlage hier und Pipas heißt in Panama Palmen.
Hier stehen die Autos wieder schön unter einer Kokosnusspalme. Diesmal stehen wir nicht direkt am Meer, aber haben es auch nur tatsächlich vielleicht 30 Meter. Dafür ist sehr ruhig. Mega cooler Platz. Die Strohhütchen da oben, die werden immer tagesweise vermietet. Wir haben mal gefragt, was eins kostet. Und da kostet so eine Hütte tatsächlich $30 am Tag. Das finden wir eigentlich ganz schön happig. Da sind wir doch richtig, richtig gut bedient mit unseren $5 am Tag zusammen. Und morgens ja halbe Stündle Laubrechnung. Wir standen die Tage zu nah an dem Baum hinter uns und hatten die Dachluke offen. Und ich glaube, von dem Baum auf unser Dach sind die ganzen Ameisen gewandert, die wir hier jetzt im Van haben. Das ist tatsächlich nicht so cool. Sind zwar so kleine, ich glaube, die wollen keine Lebensmittel, aber geil ist trotzdem nett. Ich hoffe, die ziehen wieder aus. Wir füllen hier jetzt noch einmal Wasser auf. Das haben wir seit der Verschiffung tatsächlich noch nicht gemanagt bekommen. Und dann haben wir jetzt entschieden, Silvester eventuell in den Bergen zu verbringen. Wir fahren jetzt weiter nach Elweihe. Max und Merle kommen mit. Max hat uns gerade noch 2 Kokosnüsse zum Mitnehmen geschlagen. Und dann schauen wir mal, wie da das Klima sein wird. Schläft sich vielleicht besser. Ich nehme mich auf, glaube ich, 1000 Meter Höhe. Das Meer haben wir gestern verlassen und sind in die Berge gefahren. Hier ist gleich wieder eine ganze Ecke kühler. Wir sind auf einem Campingplatz. Ziemlich schön hier. Angenehm. Heute Nacht haben wir richtig gut geschlafen. Aber es keucht und fleucht hier so richtig. Jede Menge Spinne, jede Menge Heuschrecken. Ja, ich glaube, das geht jetzt hier so langsam los und wird, ich glaube, bis in die USA nicht so wirklich weniger. Auch da muss man sich irgendwie dran gewöhnen, ne? Das sieht doch hier schon so richtig nach Dschungel und ein bisschen Urwald aus. Das ist die Einfahrt, da sind wir eben reingefahren. Na, wieder Bananenpalme hier, auch jede Menge. Da geht's runter, fließt ein kleiner Fluss, zeige ich euch gleich. Da sehen wir schon, da stehen die Autos. Haben wir hier wieder schön zusammengeparkt. Das ist der Besitzer, der hier gerade vorbeischlaubt. Der Herr Professor. Eine kleine Grillstelle gibt es da drüber. Da haben wir sie. Hier fließend Wasser. Soll sogar Trinkwasser sein anscheinend. Wir wagen es nicht. Schöne Bananenpalme. Sind auch einige Staude dran. Und vor allem mit direktem Blick nach da unten, wo alles voll mit Schildkröte sitzt. Cool, oder? 2 Meter weg vom Van. Schildkrötenansammlung. Da sitzt die Julia. Wir gehen jetzt einkaufen, hast du schon erzählt? Nein. Wir gehen jetzt einkaufen, weil morgen ist schon Silvester, der letzte Tag des Jahres. Diesmal nicht in Ushuaia, sondern hier in Panama. Und es soll Lasagne geben aus dem Omnia. Wir haben ja jetzt im Moment 2, Max, Merle und wir. Und jetzt gehen wir die Zutaten einkaufen und noch ein bisschen Säckchen. Dann machen wir es uns morgen gemütlich. Gemütlich haben wir es ja schon. Wir haben uns hier schön die Markise hier rausgelassen. Sitze hier unter drunter, Stühle hingepackt, Tisch da, Merle da. Ich habe eine Meldung. Ah. Und was es aufgeben soll. Da freue ich mich schon mega drauf, hoffentlich kriegen wir das hin. Ich mag eigentlich überhaupt keine Ananas, aber ich mag sehr gerne Pina Colada. Und wir haben, Julia hat gesehen, an dem anderen Strand, wo wir waren zu Weihnachten, hatte da eine so eine handliche Ananas. Und wir haben uns überlegt, wir machen einfach Ananashülle und Pina Colada da rein und alles frisch, eben 2 Kokosnüsse noch mitgenommen. Das ist bestimmt richtig lecker, da freue ich mich drauf. So, zurück zu euch.
Dann würde ich sagen, geht's jetzt auf in die Stadt. Mission Ananas. Das schnucklige Dörfchen El Valle del Anton liegt ca. 80 Kilometer südwestlich von Panama City inmitten eines erloschenen Vulkankraters. Dieser hat einen Durchmesser von stolzen 6 Kilometern und zieht mit seiner beeindruckenden Lage im Hochland Panamas jährlich viele Touristen an, die vor allem zum Wandern hierher kommen. Hier gibt es auch noch eine große Markthalle, da gehen wir jetzt mal hin und gucken, ob wir mal den Ananas für einen Cocktail finden. Der Ort hat sich entsprechend gut auf den Tourismus eingestellt und wir müssen uns erstmal durch die vielen Souvenirstände wühlen, bevor wir die Obst- und Gemüsehändler ausfindig machen können. Unser Objekt der Begierde ist schnell entdeckt. Schöne, frische und handlich kleine Ananas. Aber bevor wir zuschlagen, schauen wir uns noch weiter um. Schließlich brauchen wir auch noch Gemüse für die Lasagne. Für Silvester noch das Nötigste jetzt eingekauft. Jetzt geht's zurück zum Platz. Schön, erstmal Kaffee nachher. Uns noch was Süßes gekauft zum Kuchen. Und dann nie mehr einkaufen dieses Jahr. Merle und ich bereiten mal die Ananas vor für die Piña Colada heute Abend. Wir haben ja frische Ananas gekauft und die wird jetzt ausgehöhlt, im Smoothie-Mixer gemixt und dann wird's lecker. Da unten an dem schönen Schildkrötefluss, da kann man angeln, hat der Besitzer hier gesagt. Ich habe mal ein paar Würmer ausgegraben und nach nicht einmal 2 Minuten das erste kleine Fischchen. Simon dreht heute die letzte Angelrunde in diesem Jahr, hat sich dafür allerdings schwieriges Gefilde ausgesucht, geht ziemlich steilen Berg runter. Aber er ist in guter Gesellschaft bei den ganzen Schildkröten und einen Fisch gab es ja schon. Mal gucken, wie viele es noch werden. Und während Schatzi angelt, mache ich mich jetzt an die Vorbereitung der Bolognese-Soße für die Lasagne. Max und Merle machen die Bechamel und dann haben wir später ein Bausatz für den Omnia und heute Abend ein richtig gutes, letztes Essen im Jahr 2023. Hoffentlich hast du schon was gegessen und wir machen dir mit den folgenden Szenen den Mund nicht allzu wässrig. Falls doch, dann schau, natürlich erst nachdem du dieses Video fertig geguckt hast, in die Kochen und Backen Playlist auf unserem YouTube-Kanal rein. Dort findest du nämlich einige sehr leckere und vor allem schnelle Rezepte, unter anderem für den Omnia, aber nicht nur für die Camping, sondern auch für die heimische Küche. Wir machen uns jetzt mal an die erste Piña Colada Proberunde und zwar mit frischem Ananassaft, mit frischem Kokoswasser aus der Kokosnuss und natürlich mit weißem Rum. Los geht's! Welchen Cocktail trinkst du denn am liebsten, beziehungsweise was gab es bei dir an Silvester zu trinken?
Würde uns mega interessieren, deswegen schreib uns das gerne mal in die Kommentare unter diesem Video. Cheers! Cheers. Nur noch 3 Stunden bis Silvester. Lasagne fertig. Der erste Omnia, der zweite steht noch auf dem Herd. Guten Appetit, lasst euch schmecken. Das sieht so gut aus und riecht mega. Wir lassen es uns schmecken. Erster Tag im neuen Jahr. Ich bin heute irgendwie ein bisschen schlapp und Simon hat heute, warum auch immer, auch nicht die beste Laune. Aber wir raffen uns jetzt trotzdem mal auf und wollen noch zum Aussichtspunkt laufen. Mal schauen, ob wir da hinkommen, weil wenn wir kein Taxi finden, dann müssen wir erstmal 4 Kilometer dahin laufen. Dafür ist vielleicht schon zu spät. Andernfalls wäre es nämlich zu heiß gewesen. Und Bewegung tut ja bekanntermaßen gut und steigert die Laune. Deswegen gehen wir jetzt los. Wir haben uns jetzt ein Taxi geschnappt, das uns zum Startpunkt der Wanderung bringt für 5 Dollar. Zu 4 kann man das voll machen, weil ansonsten wird es wahrscheinlich schwierig, im Nicht-Dunkeln wieder runterzukommen. Wir müssen eine Stunde den Berg hochkraxeln, eine Stunde wieder runter und wir wollen ja auch noch den Sonnenuntergang genießen und es ist schon 16 Uhr. Deswegen nehmen wir jetzt die Abkürzung und ja, bei dem warmen Wetter ist es auch angenehmer, wenn wir nicht allzu viel laufen müssen und ich glaube, es wird noch anstrengend genug, den Berg hoch. Der Fahrer hat uns sicher abgesetzt. Ich habe mir sicherheitshalber auch mal die Nummer geben lassen für einen Rückweg, weil es ist schon ganz schön abgelegen hier. Der Startpunkt zu dem Wanderweg, damit wir nicht im Dunkeln zurückstapfen müssen. Und jetzt geht's los. Und es geht auch direkt anstrengend los, ganz schön steil. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sieht, aber ich zeige es trotzdem mal. Hier ist mein erstes Ekeltier, also das richtig große zumindest, das wir sehen. Unsere Neujahrswanderung letztes Jahr übrigens, fällt mir gerade ein, war in Ushuaia zu einem Gletschersee. Völlig andere Landschaft, völlig andere Temperatur, vor allem da waren wir warm eingepackt. Jetzt schwitzen wir uns gerade einen ab. War aber auch mega schön und wenn ihr Bock drauf habt, wir verlinken euch das Video, dann guckt auch da bei Gelegenheit mal rein. Während wir hier gerade so laufen und die schöne Landschaft genießen, sinnieren wir auch gerade ein bisschen über Gott und die Welt und über Neujahrsvorsätze. Ist ja schließlich der 1. Januar. Und ja, ich glaube, wir haben uns fürs neue Jahr vorgenommen, dass unsere Videos noch ein bisschen besser werden und dass ihr die noch lieber guckt und vor allem noch mehr Menschen sie gucken, weil da auch super viel Arbeit drin steckt und gerade auch unser Jahresrückblicksvideo waren, glaube ich, 12 Stunden Arbeit und hat jetzt gerade mal 100 Views. Das ist echt ein bisschen enttäuschend und bitter für uns. Kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, wenn man viel Arbeit und Herzblut irgendwo reinsteckt. Von daher eine Bitte, wenn ihr mehr Vanlife guckt und folgt und ihr ein paar Tipps habt für uns oder Anregungen, was wir vielleicht besser oder anders machen können, dann wären wir da mega dankbar drüber. Schreibt es uns in die Kommentare von dem Video. Vielen lieben Dank. Guckt euch mal die Aussicht an hinter mir. Ist mega cool. Weil El Valle, das Tal, in dem wir stehen, ist ein Vulkankrater in dem Erloschenen. Das heißt, wir laufen jetzt gerade mal wieder auf dem Kraterrand spazieren sozusagen. Alles mega grün, auch weil es vulkanisch ist und die Aussicht ist einfach unglaublich schön. Vor allem krass, wie groß der Krater ist, wenn man sich das da so anguckt. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass das mal ein Vulkan gewesen sein soll. Ich weiß auch gar nicht, wann wir das letzte Mal gewandert sind. Ich glaube an der Laguna Cuicocha oder so, auf jeden Fall in Ecuador, weil in Kolumbien war es auch schon zu warm. Es tut auf jeden Fall richtig gut, mal wieder zu laufen, in der Natur zu sein. Hier sind auch keine anderen Menschen. Es ist absolut friedlich, richtig schön. Jetzt waren wir ja wirklich ein paar Tage wieder hier auf dem Camping. Jetzt heißt es dann langsam weiter geht's.
Wasser auffüllen, Stühle rein, mal Kiese zusammen machen, der letzte Abwasch und dann mit vollem Wassertank weiter zur nächsten Station. Alles zusammengepackt, wir sind abfahrtsbereit und nach der kalten Dusche hier bin auch ich jetzt richtig wach. Wahrscheinlich werde ich sie die kommenden Tage am Meer, wo es wieder wärmer ist, schmerzlich vermissen. Aber hier war es heute Morgen jetzt schon ein bisschen Max und Merle sind auch schon losgedüst. Die fahren heute gleich ein bisschen weiter. War mega schön, die Feiertage mit den beiden zu verbringen. Max und mir macht es auch, glaube ich, immer richtig Spaß, zusammen zu kochen. Da ergänzen wir uns ganz gut, aber wir werden uns die Tage auch bald wiedersehen. Simon und ich wollen jetzt weiter an zwei freie Stellplätze. Die wir uns mal angucken, ob das was taugt, damit wir uns einfach mal wieder ein paar Tage Geld für Campingplatz sparen. Wir müssen auch ein bisschen arbeiten an den Laptops, die vergangenen Tage aufarbeiten und vielleicht können wir an dem Fluss auch stehen und Simon kann nochmal die Angel auswerfen. Let's go! Nächsten Sonntag wird's brenzlig, denn der vermeintlich idyllische Übernachtungsspot am Fluss entpuppt sich als gefährlicher nächtlicher Drogenumschlagsplatz. Wir sind versehentlich mal wieder mittendrin statt nur dabei und unser Wohnmobil verlangt außerdem nach einer Werkstatt. Es bleibt also weiterhin spannend bei uns. Danke fürs Zuschauen und danke an Volker sowie Sigrid und Norbert für eure Spenden.